Mein Name ist Petra Borkamp, ich bin Professorin an der Universität Heidelberg und habe für mehr als 15 Jahre die Abteilung Genetik der Hautkarzinogenese am DKFZ geleitet. Inzwischen bin ich dort emeritiert, wir beenden aber noch einige unserer Arbeiten am DKFZ und zudem bin ich noch am Institut für umweltmedizinische Forschung in Düsseldorf mit einer Gruppe, um dort UV-Strahlung für den Schaden in Hautkarzinogenese und für Hautalterung zu studieren. Ich bin von Haus aus Biologin und mein Leben hat mehr oder weniger im Labor stattgefunden. Das heißt, ich bin wirklich in der Grundlagenforschung tätig. Und zu dem Zeitpunkt, dem ich begonnen habe, war in der Klinik wenig Raum und was heute sich etwas verändert hat. Aber für damalige Zeiten war tatsächlich, um eben so wirklich grundlegende Mechanismen studieren zu können, das DKFZ im Prinzip der optimale Ort. Wir haben dafür sozusagen Werkzeuge und diese Werkzeuge nennen wir Modelle. Und damit habe ich eigentlich sehr früh begonnen. Ein Modell ist nämlich, dass man Zelllinien zum Beispiel etabliert aus den Tumoren, um überhaupt erstmal diese Art der Tumore, die wir studieren, kennenzulernen, zu charakterisieren und zu verstehen. Und mit diesem Wissen war es mir dann möglich, ein In-vitro-Modell quasi aufzustellen über die Hautkarzinogenese, dass diese verschiedenen Stufen, die wir in der Hautkrebsentwicklung sehen, tatsächlich nachbilden kann. Und dieses, das Hackert-Modell, und da muss ich sagen, das sage ich nicht ganz ohne Stolz, dieses Modell ist inzwischen weltweit in über 600 Labors vertreten und wird da für unterschiedlichste Arbeiten auch verwendet. Das sind sogenannte 2D-Modelle, die natürlich nicht die Gewebestruktur widerspiegeln. Was aber extrem wichtig ist heutzutage, weil wir wissen, dass sich die Zellen in diesem im Gewebeverband ganz anders verhalten als in der Petrischale. Und deswegen haben wir uns schon sehr früh darauf spezialisiert, das sogenannte 3D-organotypische Kulturmodelle zu entwickeln. Das heißt, das Gewebe in vitro nachzubilden. Und das ist uns für die Haut auch sehr gut gelungen. So haben wir Hautäquivalente. Und die letzte Generation zum Beispiel dieser Hautäquivalente können wir über viele Monate vital halten und können damit eben auch tatsächlich Langzeitstudien durchführen, was vorher nicht möglich war. Also wir können über lange Zeit behandeln, zum Beispiel auch chronische UV-Bestrahlung durchführen, um dann eben zu fragen, was tatsächlich passiert danach. Sind Schäden da? Werden sie repariert oder bleiben sie? Und wie können wir damit umgehen? Konkret ist es schwer zu sagen, aber natürlich ist, was ich eben gerade ausgeführt habe, ein Teil unserer Forschung, für die auch der Krebspreis vergeben wird. Ein weiterer Aspekt, den wir ganz besonders intensiv auch beforscht haben, ist unsere Forschung an der Unsterblichkeit. Unsterblichkeit heißt in dem Falle, es gibt ein Enzym in den Zellen, das dafür sorgt, dass die Enden der Chromosomen, die Telomere, sich nicht mehr verkürzen. Normalerweise, wenn sich eine Zelle teilt, verkürzen sich die Telomere und dieses bestimmt dann im Prinzip, wie lange eine Zelle überhaupt sich teilen kann. Wenn das Enzym Telomerase vorliegt, dann kann es diesem entgegenwirken und die Zellen können sich ewig weiterteilen. Und dies war etwas, was man bislang nur für embryonale Zellen und für Tumorzellen gefunden hat. Und wir konnten nun sehr früh mit diesem Dogma brechen, denn wir haben gezeigt, dass dieses Enzym auch in der Haut, in der Epidermis der Haut, exprimiert wird. Das heißt, diese lebenslange Generationsfähigkeit der Haut beruht in der Tat auch mit darauf, dass sie eben tatsächlich dieses Enzym hat, dass die Telomere nicht sich stark verkürzen und so eben über lange, lange Zeit diese Zellen sich teilen können. Wir finden aber trotzdem Telomerverkürzung in der normalen Haut und zwar wird dieses durch UV-Strahlung induziert. Und da kann die Telomerase nicht mehr dagegen wirken, sondern das findet tatsächlich über die Zeit statt. Das kann man
in der Haut nachweisen und führt eben dazu, dass wir Zellen in unserer normalen Haut haben, die ganz kurze und nicht mehr funktionstüchtige Telomere haben. Und wir gehen davon aus, dass das tatsächlich erste Zellen sind, die so verändert sind, dass daraus schlussendlich ein Hauttumor entstehen kann. Und wir wissen auch inzwischen, dass auch wenn die Zelle einmal verändert ist, UV-Strahlung immer noch etwas an den Telomeren machen kann. Und zwar, dass sie plötzlich das Verhalten dieser Telomere verändert, dass sie damit auch das Verhalten der Chromosomen, die dazugehören, verändert. Und dann kommt es während der Teilung zum Beispiel durch unterschiedliche Verteilung der Chromosomen. Eine Zelle bekommt mehr, die andere Zelle bekommt weniger. Und damit moduliert im Prinzip UV-Strahlung die Zellen, gibt ihnen damit auch mögliche andere Eigenschaften. Und so kann man sich auch erklären, dass diese Tumorzellen sehr heterogen werden und ganz unterschiedlich auf Dinge ansprechen können, zum Beispiel Tumortherapien, dass sie sogar dadurch resistent werden können. In einem Punkt können wir wirklich sagen, dass es etwas bewirkt hat. Das ist unsere UV-Forschung. Sie hat sicherlich im Verbund natürlich mit all der UV-Forschung, die stattgefunden hat, dazu beigetragen, dass dieses in neue Gesetzgebung eingeflossen ist. Und zwar, wie Sie sicherlich wissen, dürfen jetzt Jugendliche nicht mehr auf die Sonnenbank. Genauso sind den Sonnenbankbesitzern werden große Vorschriften gemacht, die sie auch einhalten müssen. Und hier sind tatsächlich die ganzen Befunde, die wir erheben konnten, dass eben UV-Strahlung tatsächlich zur Tumorigenität führen kann, eingeflossen und waren wichtig für diese Gesetzgebung. Das ist natürlich schon ein seltener Fall, dass einmal eine so große Wirkung durch Forschungsarbeiten passiert. Dennoch hoffen wir, dass auch möglicherweise unsere Forschung zur Hautkrebsentwicklung ebenfalls irgendwann mal solche größeren Implikationen auch für die Bevölkerung hat. Sei es, dass wir dazu beitragen können, Vorsichtsmaßnahmen mitzugestalten oder auch zu untersuchen, was brauchen wir an Sonnenschutz. Denn auch das ist im Moment wirklich noch ein Feld, was nicht klar ist, brauchen wir sehr viel Sonnenschutz oder langt uns irgendein spezifischer Sonnenschutzfaktor? Und da sind wir im Moment dran an dieser Forschung und hoffen, dass auch das irgendwann Implikationen für die Bevölkerung hat. Es ist wirklich die Leidenschaft für die Forschung. Und es ist wie es auch meine Doktoranden in ihren Danksagungen immer gerne sagen, die Begeisterung für die Forschung und die Leidenschaft, dieses auch an die jungen Forscher in meinem Labor, sei es Postdoc, Doktoranden oder Masterstudenten, weiterzugeben. Denn das ist wirklich etwas, was einen erfüllen kann und was eben auch etwas bringt, was einen in die Zukunft trägt. Die Forschung, die ich Ihnen eben aufgezeigt habe, kann man nicht alleine machen. Und da muss ich sagen, gilt ganz besonderer Dank all meinen vielen langjährigen, ehemaligen und jetzigen Mitarbeitern und auch genauso meinen Kooperationspartnern. Denn all das sind wirklich Arbeiten, die nur in einer guten Zusammenarbeit, in einer Gruppe wirklich funktionieren und durchgeführt werden können.